Die Oberpfalz. Da schau her. Das Klangmarkenzeichen des Oberpfälzer Dialekts ist das O. Wie zum Beispiel in Do, a co, the mo. Der Oberpfälzer Dialekt ist auch reich an Möglichkeiten. Allein beim A unterscheidet er zwischen A, A, O, 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 O. Ein Beispiel. Der Vater haut sich mit dem Hammer fest auf den Daumen. Der Papa haut sie mit dem Hammer sauber auf die Dämme. Die Mutter hört von draußen das Drama und denkt sich beim Suchen des Heftpflasters, mit so einem Mann muss man sich schämen. Die Mama hört von draußen das Drama und denkt beim Pflaster aus sie Grama, mit so einem Mann muss man sich schämen. Andere Vokale hingegen tauscht der Oberpfälzer einfach aus. Ein Beispiel. Vier Bier. Vier Bier. Oder er lässt die Vokale ganz weg. Beispiel Bild. Bütel. Und er braucht auf alle Fälle keine Fälle. Der Hund. Ein Hund sei Kopf. Mein Hund Gassi geh. Ein Hund Füdern. Das Futter vom Hund. Der Hund. Bleiben noch die Uhrzeiten. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Der Oberpfälzer denkt immer zur nächsten Stunde hin. Bei ihm ist es nicht Viertel nach eins, sondern Viertel zwei. Und es ist nicht Viertel vor sieben, sondern Dreiviertel sieben. Die wahre Herausforderung sind jedoch Ortsnamen à la Oberpfalz. Fahren wir auf Tschitschelbuch, Geverking oder auf Stambe? Ein kleiner Trost. Selbst die Oberpfälzer untereinander verstehen sich nicht immer. Von Dorf zu Dorf variiert der Dialekt. So ein Glauber, so ein Gwaf, so ein Gsoch. Bei einem aber sind sie sich einig. Eine Kuh ist immer a cow. Die Oberpfalz, da schau her.